Schön, schön. Das ist ein schönes Auto. Das ist mein Auto, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal. Ist das nicht ein schönes Auto? Meins! Wozu braucht man eine Persönlichkeit, wenn man so ein geiles Auto hat? Je größer, teurer und schneller ein Auto, desto besser ist der Mensch, der darin fährt. Auto first, Mensch second. Das Auto steht für Freiheit. Auto und Freiheit sind miteinander verbunden, wie Auto und Christian Lindner. Die Autofahrer zahlen ohnehin ja enorm viele Steuern und Abgaben. Ich halte es da ganz klassisch als Liberaler mit Montesquieu. Wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es nötig, kein Gesetz zu machen. Ja, mon Dieu, Montesquieu, Hollerie, du Dödel, die Dödel-Dö. Ich bin völlig der Meinung von Christian Lindner. Das Auto ist das letzte liberale Bollwerk gegen den gesunden Menschenverstand. Auto heißt für mich Freiheit, Fortschritt, Feststellbremse. FFF. Das einzige FFF, das ich akzeptiere. Fuck you, Greta. Wir sprechen heute im ZDF Magazin Royal über unsere Liebesbeziehung zum Auto. Bitte nicht. Doch, Ulf, doch. Warum ist das Auto so wichtig für uns in Deutschland? Warum sah das letzte Woche so aus, als sich Unionskanzlerkandidat der Herzen Markus Söder mit der deutschen Autoindustrie getroffen hat? Als würden die beiden Päpste ihre Hochzeit im Buckingham Palace feiern, der von Harald Glückler eingerichtet wurde. Pompös. Und warum werden Klimaaktivisten wie Schwerverbrecher vom Spezialeinsatzkommando der Polizei Sachsen mitgenommen, nur weil sie gegen Autos demonstrieren? Gegen 12.55 Uhr dann machte das Spezialkommando der Polizei in Sachsen kurzen Prozess. Zugriff im Stauchaos. Die Blechlawine staute sich inzwischen kilometerweit. Zum Glück kostete die Aktion der Autobahnidioten kein Menschenleben. Montesquieu, wer ist denn jetzt hier der Autobahnidiot? Ich versteh's nicht. Der Öko, der von der Brücke baumelt, oder der Otto, der stundenlang in der Blechlawine sitzt? Oder etwa er hier? Und wo wir gerade beim Fragen sind, meine Damen und Herren, ist das eigentlich normal, dass mein mit ehrlichen Rundfunkgebühren erwirtschafteter Zweitwagen und ich nirgendwo einen Parkplatz finden? Ich finde keinen Parkplatz. Nie sind unsere Städte geschrumpft. Oder vielleicht gibt es in Deutschland zu viele Autofahrer, die nicht ich sind. 2020 waren 48,2 Millionen Pkw bei uns zugelassen. 48,2 Millionen Pkw. Würde man die alle hintereinander aufstellen, ergäbe das eine Schlange von 48,2 Millionen Pkw. Und die sehen, spüren und hören wir jeden Tag. In der Stadt, auf der Autobahn, bei der Parkplatzsuche. Es ist zu voll in Deutschland. Denn unsere 48,2 Millionen Pkw, die müssen ja irgendwo parken. Parken! Parken! Heikles Thema auch im Wahlkampf. Boah, das üben wir aber noch mal, Herr Scholz, ey, auf den Bordstein. Das ist für mich ein Fall für die Staatsanwaltschaft Osnabrück. Und jetzt stehen Sie beide dumm da hier. Olaf und vor allem das Auto. 23 Stunden am Tag stehen deutsche Autos in der Gegend herum. Sie stehen so lange rum, dass man sich fragt, warum heißen die eigentlich noch Fahrzeuge und nicht Stehzeuge? Wenn zum Beispiel alle in Berlin gemeldeten Fahrzeuge gleichzeitig draußen parken würden, bräuchten sie 17,5 Quadratkilometer Platz. Das sind 2.451 Fußballfelder. Das sind 26.192 Tennisfelder. Das sind 4.188.106 Tischtennisplatten. Autos nehmen unglaublich viel Platz weg. Überall sind Autos. Wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass unsere Städte nicht für Menschen gebaut sind, sondern für Autos. Um das zu sehen, muss man gar nicht mal raus auf die Straße gehen. Es reicht, den Computer anzumachen. Spielen Sie mal SimCity. Gibt es seit 1989 ein echter Spieleklassiker. Da kann man seine eigene Stadt planen und bauen und dabei zuschauen, wie sie wächst. Da kann man sich einmal fühlen wie der Führer in Linz. Und wie das Wort Sim schon sagt, soll SimCity die Realität simulieren. Was die SimCity-Spieledesigner auch ganz gut hinbekommen haben, allerdings nicht bei Autos und Parkplätzen. Uns wurde schnell klar, dass es in der echten Welt viel zu viele Parkplätze gibt und dass unser Spiel sehr langweilig werden würde, wenn wir Parkplätze proportional dargestellt hätten. Wir haben mal ein realistischeres SimCity simuliert. Das hier ist eine SimCity-Stadt, wie man sie aus dem Spiel kennt. Und jetzt packen wir mal eine realistische Anzahl Autos dazu. Einfach mal dazu tun. So, hier draufklicken. Und verbreitern die Straßen wie im echten Leben. Dazu kommen noch die ganzen Garagen, Stellplätze, Parkhäuser, Tiefgaragen und so weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. In sowas möchte man doch nicht leben müssen. Tun wir aber. Und zwar nicht im Computerspiel, sondern in der Wirklichkeit. Unsere Städte und Dörfer sind zugestellt mit Autos, 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 Autos. So viele Autos, dass die innovativste verkehrspolitische Idee der letzten Jahre das hier war.
habe ich die Möglichkeit, auch zum Beispiel mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu können. Was für ein genialer Plan von der hellsten Leuchte in Armin Laschets Zukunftsteam. Wenn die Straßen voll mit Autos sind, erfinden wir einfach neue Autos, die dann über die Autos am Boden drüber fliegen. Willkommen im Land der Tüftler. Immerhin, Deutschland tut was gegen die Asphaltwüsten. In Zukunft sollen nur noch 30 Hektar Boden platt gemacht werden. Und zwar jeden Tag. Nur noch 300.000 Quadratmeter jeden Tag. Eine Welt aus Beton und Asphalt für Parkplätze, Straßen und Autos. Wie in Hollywood. Es gibt Orte, von deren Existenz wir nichts wussten. Voller Träume. Oh, das tut gut. Voller Leidenschaft. Und voller Autos. Deutschland! Wo Kinder im Kino vermenschlichte Autos angucken müssen, weil das schon ihre Eltern gemacht haben. Herbie, Autos sind einfach die besseren Menschen. Wir sind ein Autoland. Na und? Wir haben kein Problem damit, dass überall Autos rumstehen. Denn ich meine, wer will schon, dass sich deutsche Städte so autofeindlich verändern müssen, wie zum Beispiel Wien? Gucken Sie mal hier, vorher, nachher. Will man da leben? Oder Amsterdam? Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Oder Paris? Schrecklich, menschenfeindlich. Oder Seoul in Südkorea? Ne, so soll es bei uns in Deutschland niemals aussehen. Und eins schwöre ich Ihnen. Wenn ich in Zukunft nicht mehr auf der Autobahn so schnell fahren darf, wie ich will, dann wandere ich aus. Und zwar in ein Land ohne Tempolimit. Und zwar nach... seit wann interessieren uns in Deutschland andere Länder? Wir wollen kein Tempolimit, das bringt einfach nichts. Ein Tempolimit von 130 km/h könnte laut einer Studie des Umweltbundesamtes jährlich 1,9 Millionen Tonnen Treibhausgase einsparen. Ja, Treibhausgase, Popeipausgase. Ich will auch in Zukunft mit 260 ins Stauende ballern dürfen, ist doch egal. Hier, es ist einfach eine sehr gute Idee, eine Flüssigkeit, die aus toten Dinosauriern gemacht wird, in eine Maschine reinzukippen, wo die Flüssigkeit dann explodiert. Und das bringt mich dann von Pulheim nach Wermelskirchen. Ist doch super. Ich lasse mir meine Freiheit nicht von der Natur kaputt machen. Und von Physik schon gar nicht. Zum CO2 reduzieren, gegen die Treibhausgase, da gibt's inzwischen schließlich technische Innovationen. Island. Weltweit größte Anlage zur CO2-Speicherung geht in Betrieb. Bei Vollauslastung soll die Anlage jedes Jahr rund 4000 Tonnen Kohlendioxid aus der Luft ziehen. Das entspricht den Emissionen von etwa 870 Autos. Die Kosten für die Technik liegen zwischen 10 und 15 Millionen US-Dollar. Nur eine CO2-Reduzierungsmaschine, die Klimagase von 870 Autos einspart, für nur 15 Millionen Dollar. Man könnte natürlich auch einfach 870 Autos stehen lassen, aber ich bin doch nicht so blöd und lass mein Auto stehen. Außerdem, Autos können nicht schlecht für die Umwelt sein, sonst gäbe es doch nicht solche Werbespots. Ein Reh, Wasser, guck mal. Auto steht im Wald, cool. Ein Auto am Teich und da kommt noch ein Tier rein. Was ist das? Ein Affe. Auto in der Steppe. Und mit einem Elefanten. Autos sind praktisch Natur. Man kann natürlich jetzt sagen, die Autoindustrie macht mit solchen Werbespots Greenwashing. Man kann das aber auch einfach mal nicht sagen. Und sich mal freuen über tolle Autos. Das ist zum Beispiel hier meiner, ein Hybrid-SUV. Für den habe ich sogar eine Umweltprämie bekommen. Umwelt! Umwelt! Jan, sorry, dass ich dich unterbrechen muss, aber das, was du da gerade so anhimmelst, ist Dreck am Stecker. Das Ding hat einen Auspuff. Will heißen, es kann immer noch Emissionen verursachen. Nicht nur in der Herstellung, sondern auch in dem, dass du fährst. Ja, mach doch mal nicht die ganze Stimmung kaputt, Frau Expertin. Was kann ich denn dafür, dass Autos immer größer werden? Autos wachsen nun mal wie Bäume, das ist Biologie praktisch. Seit den 60er Jahren sind deutsche Autos im Durchschnitt 30 cm breiter und 60 cm länger geworden. Mittlerweile sind sie von 1,35 in der Höhe auf 1,55 gewachsen. 1,55 Meter, das ist für mich Straßenverkehr auf Augenhöhe. Und wenn man mit solchen Maschinen durch die Spielstraße pflügt, dann ist das doch im Grunde genommen auch so eine Art Verkehrsberuhigung. Und die Kinder, die wollen das doch auch, oder? Na, hä? Kinder, ihr wollt das doch auch, oder? Das war im letzten Jahr eine echte Werbung für den Audi RS4. Geil, oder? Okay. Wir stehen jetzt kurz vor der Bundestagswahl. Wir sind also an einem Punkt in der Geschichte, an dem wir Dinge anders machen könnten als bisher. Vielleicht sollten wir uns mal ein paar unbequeme Fragen zum Thema Verkehr stellen.
Bitte nicht. Doch, denn Freiheit ist ja immer auch die Freiheit der Andersfahrenden. Und ich bin echt kein Autobahnidiot, ich bin auch kein Öko. Aber wenn ich mal nicht mit meinem kleinen Cityflitzer hier durch Köln-Ehrenfeld fahre, sondern mit meinem coolen Fatbike, dann fällt mir auf, ey, Fahrradwege, warum hören die eigentlich einfach immer so auf? Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Gibt es in jeder Stadt Fahrradwege, die einfach aufhören und keiner weiß, warum. Hier zum Beispiel, überall hören Fahrradwege einfach auf. Why? Ein Mysterium in der ganzen Republik. Eben waren sie noch da, auf einmal sind sie weg. Einfach so, schwupps. Aber warum hört der Fahrradweg einfach so auf? Straßen hören ja auch nicht einfach so auf. Warum hört der Fahrradweg einfach so auf? Das ist die Kernfrage deutscher Verkehrspolitik. Das ist die Frage aller Fragen. Klar, Deutschland ist das Land von Karl Benz, dem Erfinder des Automobils, Spitzname Onkel Benz. Wir sind das Land von Adam Opel, dem Erfinder des Automobils für alle, die zwar gerne ein deutsches Auto hätten, aber dabei trotzdem die deutsche Automobilindustrie demütigen wollen. Und wir sind das Land von Ferdinand Porsche, dem Erfinder des Hitlerbärtchens für die Stirn. Aber was völlig in Vergessenheit geraten ist, bevor diese drei Autobahnidioten Deutschland übernommen haben, waren wir zuallererst das Land des Fahrrads. Im Jahr 1817 erfand Karl von Dreis diese Maschine. Ursprünglich als Sadomaso Sexspielzeug zum Ballbusting gedacht, bitte nicht googeln, war dann aber leider zu groß für den Amorelie Adventskalender, aber für den Straßenverkehr hat's gereicht. Deutschland ist das Land, in dem das Fahrrad erfunden wurde. In Mannheim, der Stadt der großen Denker. Früher gehörten unsere Straßen auch noch allen Verkehrsteilnehmern. Hier zum Beispiel in Wuppertal im Jahr 1902. Schauen Sie mal. Hä? Alles voller freier Parkplätze. Und wo sind die Ampeln? Warum hupt da keiner? Wo sind die Zebrastreifen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da weiß man gar nicht, wohin mit seinen Gefühlen. Nach zwei Weltkriegen sahen deutsche Innenstädte dann aber so aus. Einmal städteplanerisch auf Reset gedrückt. So ein Weltkrieg hat aber auch was Gutes für die Verkehrsplanung. Denn was hat Deutschland gemacht? Seine Chance genutzt und die Städte wieder aufgebaut. Nicht für die Menschen, sondern für die Autos. Man hätte ja auch große Grünanlagen errichten können, hat man aber nicht gemacht. Man hat den Platz genutzt, um breite Straßen zu bauen. Und da, wo weitere Straßen gebaut werden sollten, sollte eben noch mehr Altbaubestand abgerissen werden. Was der Krieg nicht kaputt gemacht hatte, wurde in den verrückten 50er Jahren abgerissen. Und zwar für das Auto. Das waren diese herrlichen Wirtschaftswunderjahre. Die Jagd beginnt. Eine Menschenjagd, die Autofahrer auf Fußgänger veranstalten. Ein Vernichtungskrieg, der unvermeidlich ist. Ja, so ist das mit den Deutschen und ihren Vernichtungskriegen. Leider irgendwie immer unvermeidlich, kann man nichts machen. Mit immer mehr Autos gab es nach dem Krieg plötzlich ein ganz neues Problem im deutschen Straßenverkehr. Kinder. 1948 starben allein in Hamburg 67 Kinder im Straßenverkehr. Und das ging natürlich nicht. Das gab unschöne Beulen im Blech vom Opel Olympia. Das konnte nicht so weitergehen. Also setzte das Land der Tüftler auf eine clevere neue Lösung. Spielplätze. Die ersten Spielplätze waren Schutzräume, die Kinder vor den Gefahren der industrialisierten Großstadt bewahren sollten. Und so zäunen wir bis heute unsere Kinder auf Spielplätzen ein, damit Autos freie Fahrt haben. Und damit die kleinen Verkehrshindernisse nie vergessen, warum sie da spielen müssen, erinnern wir sie dran, auf jedem Spielplatz, sehr subtil, alles immer voll mit Autoreifen. Auf jedem Spielplatz. Denn, ich meine, gut, dass die Kinder da sind. Es wäre ja nicht auszudenken, wenn Kinder in Deutschland auf öffentlichen Straßen spielen würden, brächte das unsagbares Leid für die Schwächsten der Schwachen, die Autofahrer. In Wohngebieten langsam fahren und bremsbereit sein. Denn wer ein Menschenleben auf dem Gewissen hat, leidet lebenslänglich. Oh nein! Keine Sorge, das war kein echtes Auto, meine Damen und Herren. Mit solchen heiteren Lehrvideos wurde Deutschland jahrzehntelang Gehirn gewaschen. So lange, bis wirklich der allerletzte Autobahnidiot geglaubt hat, dass im Straßenverkehr Kinder das Problem sind und nicht die Autos. ADAC warnt vor Kindern im Lastenrad. Die einzigen, die aber immer noch nicht verstanden haben, wie gefährlich sie für den Straßenverkehr sind, sind leider diese Kinder. Das rockt! Da bekommt Headbanging eine ganz neue Bedeutung. Diese Musik ist übrigens die Originalmusik, die der ADAC unter diesem Crash-Beitrag gemixt hat. Wenn es um Autos geht, ja, da wird's brutal.
dann ist Deutschland nicht mehr der freiheitsliebende Rock'n'Roll-Staat von Christian Lindner oder bitte nicht, Ulf, vom ADAC oder der Autobild. Für das Wohl unserer Autos schrecken wir vor nichts zurück. Für das Auto wird Deutschland zur kommunistischen Enteignungsdiktatur. Wegen A100-Ausbau enteignet. Als ihre Häuser in Treptow dem Weiterbau der A100 im Weg standen, mussten die Mieter raus. Auf die Entschädigung warten sie seit mehr als 6 Jahren. Der deutsche Automobilsozialismus in seinem Lauf hält weder Benz noch Hyundai auf. Ist wirklich wahr. In Deutschland wird enteignet wie bei Honeckers unterm Sofa, wenn es unserem obersten Staatsziel dient, dem Auto. Zurzeit laufen in Deutschland für den Bau von neuen Straßen 142 Enteignungsverfahren. Und wer leidet in so einer bolschewistischen Unrechtsrepublik wie immer am meisten? Klar, der Adel. Wir haben leider, Sie sehen es ab und zu durch die Fenster huschen, mitten durch den Park die Odenwalder Orte, die B38. Und das ist eben ein ganz großes Manko, was uns hier vor die Haustür gesetzt worden ist. Ja, die B38, die Odenwald-Aorta, direkt durch den Privatpark. Da klappern die Goldlöffel im Meißner Porzellan. Straßen direkt durch Ihre und meine enteigneten Schlossgärten, bezahlt mit unseren Steuergeldern. Warum kann man sich als einfacher Baron nicht dagegen wehren? Weil Deutschland so eng verwachsen ist mit der Autoindustrie wie Mark Forster und das deutsche Formatradio. Das hier rechts. Neben der Stasi-Kanzlerin ist Hildegard Müller. Die war knapp 3 Jahre lang Staatsministerin im Kanzleramt. Heute ist sie Präsidentin des wichtigsten Lobbyverbandes der Automobilindustrie, VDA. Oder hier, Eckhard von Kläden. Der war knapp 4 Jahre Staatsminister im Kanzleramt und ist heute Cheflobbyist von Daimler. Oder Joachim Koschnicke dagegen. Der hier, neben dem Autokraten und Ballbusting-Europameister Viktor Orban, war von 2013 bis 2017 Cheflobbyist bei Opel und wurde direkt danach Wahlkampfmanager der CDU. Autolobbyismus ist keine Einbahnstraße. Autolobbyismus ist eher Park and Ride von der Politik direkt in die Mercedes-Benz-Arena und wieder zurück. In Politik und Autoindustrie wird das Personal häufiger hin und her getauscht als der Brachiosaurus im Dino-Quartett. Bis zu 28.000 Kilo schwer, 25 Meter lang, Gefährlichkeit 4. Wie viel Benzin man aus dem machen könnte. Und apropos lebende Fossilien, als wäre der Personalinzest zwischen Politik und Autoindustrie nicht schlimm genug, es gibt ja auch noch den Bundesminister für Verkehr und Intransparenz, der Autoindustrie bei jeder Gelegenheit die Hand vor den Auspuff hält. Dieselskandal. Leere Seiten von Minister Scheuer. Ministerien, aber auch Konzerne wie VW blockieren bei der Herausgabe von Akten, beklagen Korruptionsbekämpfer und Umweltschützer. Warum ist Andreas Scheuer der perfekte Verkehrsminister für das Autoland Deutschland? Erklär's uns, Markus. Ich kenne wenig Minister, die so viel Geld nach Bayern holen wie der Andi Scheuer. Auch das muss man einfach mal in der Bilanz ehrlicherweise bitte nach draußen sagen. Danke für die Ehrlichkeit. Aber keine Sorge, nach der Bundestagswahl, lachen Sie jetzt nicht, wird endlich alles besser. Natürlich wird gar nichts besser. CDU-Chef Armin Laschet hat sich gegen ein Tempolimit von 130 zum Klimaschutz ausgesprochen. Man müsse Technologien verbessern, anstatt unsinnige Debatten zu führen. Sagt die CDU. Auch die Auspufflutscher von der rechtsextremen Alternative für Deutschland haben ihr Wahlprogramm offensichtlich mit 190 auf dem Standstreifen geschrieben. Die AfD unterstützt und fördert den motorisierten Individualverkehr als beliebteste Möglichkeit der Fortbewegung. Und die Grünen? Die Grünen! Wie sieht's aus mit Verkehrswende, Herr Ministerpräsident? Hm? Die Automobilindustrie muss transformiert werden, aber dabei dürfen wir sie nicht überfordern. Das heißt, die Regeln müssen stimulieren und dürfen nicht strangulieren. Okay, stimulieren, nicht strangulieren, aha. Lieber Winfried Kretschmann, es klingt, als wäre Ballbusting genau das Richtige für Sie. Es wird sich nach der Wahl auch nichts ändern, wenn der Linksrutsch kommt und die roten Benzindemokraten regieren. Unter der Leitung des autoerotischen Chefeinparkers Lightning McScholz. Im Wahlprogramm der SPD steht zu den Platzproblemen, die Autos in unseren Städten verursachen, nur dieser eine magische Zauberspruch. Förderprogramme und ein geändertes Straßenverkehrsrecht sollen Kommunen dabei unterstützen, in Städten mehr Fläche für öffentlichen Verkehr, FußgängerInnen und RadfahrerInnen zu schaffen. Hex, Hex! Mehr Platz für Menschen. Aber wie soll das gehen, ohne dem Auto endlich mal Platz wegzunehmen? Niemand traut sich ans Auto ran. Spätestens, wenn sie regieren, entdecken auch die Linken ihr Herz für Brumm, 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 Brumm. In Berlin wird gerade eine Autobahn mitten durch die Stadt gefräst. Menschen werden enteignet, wie in der DDR. Und was macht der rot-rot-grüne Berliner Senat? Panik bekommen und lieber die Autobahn verstecken. Die A100 solle möglichst weit überdeckelt werden, um Lärm und Abgase zu reduzieren.
Wo ein Deckel nicht möglich ist, sollen begrünte Lärmschutzwände gebaut werden. Deckel drauf auf die Autobahn und schön Topfpflanzen an die Seitenstreifen. Fertig ist die linke Verkehrswende in der Stadt. Jo, was ist los mit uns Leuten auf dem Land, Böhmermann? Ich hab jemanden vom Land nachgemacht. Ja, genau. Auch Leute auf dem Land brauchen Autos und LKWs. Schön mit 70 durchs Dorf. Klar, auf dem Land hören Fahrradwege nicht einfach auf. Die fangen nicht mal an. Ein Fahrrad und eine Schlangenlinie, die wohl einen Radweg darstellen sollen, haben Unbekannte zwischen zwei Ortsteilen der Stadt Küritz, Ostprignitz-Ruppin, aufgemalt. Die Malarbeiten sorgen für Irritation bei Verkehrsteilnehmern und der Polizei. Hä, ja, wir sind irritiert. Wozu brauchen wir denn hier auf dem Land einen Fahrradweg? Wer nicht Auto fahren will, der kann auch den Bus nehmen. Der kommt doch alle zwei Tage. Wir wären bereit für eine Veränderung. In der Stadt und auf dem Land. Ich bin bereit. An meinem Fahrrad ist alles dran, damit so leicht nichts passieren kann. Wenn ich mich auf meinen Sattel schwing, ist so ein Fahrrad ein starkes Ding. Ja, wann löst Deutschland endlich ein, was Rolf und seine Freunde mir 1987 versprochen haben? Straßenverkehr für Menschen und nicht für Autos. Ich möchte sogar so weit gehen und sagen, Deutschland braucht eine Verkehrspolitik gegen das Auto. Warum hören Fahrradwege einfach immer auf? Das ist doch die Frage. Vielleicht wird es langsam mal Zeit für neues verkehrspädagogisches Liedgut für Erwachsene. Das könnte doch was sein. Wenn ich unser Deutschland seh, alles voller PKW, unsere Herzen asphaltiert, Automobil radikalisiert. Kommt, hört auf zu lenken und fangt an zu denken. Dann fängt man einmal an zu fragen, dann hören die Fragen niemals mehr auf. Warum sind hier überall Autos? Warum ist ein Discovery 4,90 Meter lang? Und was gibt es in Bielefeld eigentlich zu discovern? Warum parkt der Q7 mit Warnblinklicht auf dem Fahrradstreifen? Warum bekommen deutsche Juppies beim Porsche-Fahren einen steifen Hals? Warum fährt man E-Bike besser mit Helm, aber Cabrio ohne? Warum? Wieso nennen wir die Asphaltwüste in der Innenstadt Umweltzone? Warum ist Heroin verboten und 260 Fahren erlaubt? Warum muss Papi weinen, wenn man ihm den VW-Bus klaut? 1000 Fragen, ich komme nicht drauf. Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Warum nehmen wir Brumm, Brumm eigentlich noch in Kauf? Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Warum kostet Schwarzfahren 100 Euro und Falschparken nur 10? Warum sollten Kinder und Omas über Zebrastreifen gehen? Wollen Leute wirklich mit dem PKW zum Shopping in die Innenstädte? Und wie geil könnten die eigentlich sein, wenn niemand mehr PKWs hätte? Warum wachsen auf Radwegen Bäume, aber auf Autobahnen nicht? Warum macht Disney Kinderfilme mit Autos mit Gesicht? Was ist Vollkasko eigentlich für ein beschissenes Wort? Warum fahren wir nicht mal 30 statt 50 innerorts? 1000 Fragen, ich komme nicht drauf. Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Warum nehmen wir Brumm, Brumm eigentlich noch in Kauf? Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Ich frage ein Auto, doch ich frage mich schon, wäre es gedanklich nicht mal langsam Zeit für Innovation? Wann erfinden deutsche Tüftler eine Antwort darauf? Warum hören